Hallo meine Lieben. Ja, ich habe in den letzten 3 Monaten von ungefähr August bis November dieses Infrarotthermometer ausgetestet von Rare. Es ist ein kontaktloses Thermometer, das heißt, ich kann meinem Kind auch während es schläft einfach an der Schläfe die Temperatur messen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier. Man drückt einfach hinten drauf, nachdem man hier 2 Batterien eingelegt hat und dann wird hier vorne, sobald das L erscheint, kann man dann die Temperatur messen. Man hält es an die Schläfe, ungefähr im Abstand zwischen 1 und 6 cm und drückt drauf. Eine Sekunde und dann hat man die Temperatur. Bei mir sind es jetzt 36,6. Man kann das auch immer abspeichern, dann weiß man auch, wie die Nacht verlaufen ist. Bis zu 19 Speicherungen werden hier festgehalten und man kann sogar das mit Ton machen. Oder man lässt das einfach sein, wenn das Kind zum Beispiel nachts schläft, dass man das Kind einfach misst, ohne es zu wecken. Das finde ich eigentlich besonders gut. Und was ich auch besonders gut finde, es ist halt sehr hygienisch. Das heißt, wir können das in der ganzen Familie benutzen, was wir auch wirklich des Öfteren gemacht haben. Jetzt in letzter Zeit, wo der Kleine in die Kita gekommen ist, er war jetzt wirklich des Öfteren krank und hatte auch echt hohes Fieber. Einzige Manko ist, man muss hier 3, 4, 5 Mal messen, weil man auch immer wieder eine andere Anzeige bekommt. Immer mit ungefähr 0,2 Grad Unterschied. Und dann nehme ich immer die höchste Temperatur. Ich habe parallel dazu auch rektal gemessen, einen ganz normalen, handelsüblichen Thermometer, weil mir das immer so das Gefühl der Sicherheit gegeben hat, rektal und bei meinem Kleinen. Und die Temperaturen sind aber identisch, das muss ich dazu sagen. Also man kann hierbei messen, aber da muss man wirklich immer so 3, 4 Mal messen und dann nimmt man einfach die höchste Temperatur. Was auch sehr praktisch ist, sobald man misst, leuchtet diese Anzeige hier entweder gelb oder richtig knallrot. Dann weiß man auch schon mal direkt, bevor man sogar drauf geguckt hat auf das Display, dass es sich um Fieber handelt. Dann ist es auf jeden Fall über 38,4. Und ja, also ich finde das echt super. Wenn jedes Mal, wenn ich nur das Fieber gemessen habe und nochmal parallel rektal gemessen habe, habe ich immer den Wert, den ich rektal hatte, verglichen mit dem Höchstwert, der hier gemessen wurde und das stimmt immer genau überein. Ne, das einzig wirklich ja, etwas leicht nervige ist halt, dass man die 3, 4 Mal messen muss, aber das ist wirklich eine Sekunde. Und das Schöne ist, man kann hier auch immer das Ganze einstellen auf Umgebungstemperatur. Man kann auch so das Badewasser zum Beispiel messen. Dann klickt man hier einfach auf das Häuschen, auf die Umgebungstemperatur. Dann ist das Häuschen im Display. Und wenn man auf einen Menschen messen möchte, dann klickt man hier auf das Männchen, auf dieses Kopfsymbol. Und wenn ich jetzt bei mir messe, praktisch jetzt dreimal, wie ich das auch in der Praxis mache, jetzt nochmal 36,6. Dann messe ich jetzt nochmal, jetzt habe ich 36,7. Messe nochmal. Man muss immer darauf achten, dass man denselben Abstand hält, nochmal 36,7. So, jetzt weiß ich habe eine aktuelle Temperatur von 36,7. Und so habe ich das gemacht, zwischendurch mal mit der rektalen Messung beim Noah verglichen, wenn er Fieber hatte. Also dafür ist das echt super, weil man das Kind nicht ärgern muss, weil eine Rektalmessung, die dauert teilweise 3 bis 4 Minuten. Und hiermit ist es nur eine Sekunde. Und das ist vor allem nachts auch eine sehr dankbare Angelegenheit. Wenn er irgendwie weint oder sonst irgendwie und er hat Fieber, dann gehe ich kurz hin, gucke und dann weiß ich auch, was Sache ist. Ja, also ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen. Natürlich muss man nur ein bisschen ja, die Geduld haben, 3, 4 Mal zu messen. Das ist eigentlich alles. Von mir kriegt es auf jeden Fall 5 Sterne. Dankeschön fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Produkttest wieder. Macht's gut. Tschüss, bye bye.